3, 2, 1, go! Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch heute ein neues Projekt vorstellen, eine neue Location in Bremen, nämlich die Schaulust. Wir haben das Ganze, die neue kulturelle Produktions- und Wirkstätte für Theater, Zirkus, Varieté, Show, Kleinkunst, Tanz, Musik und Performance getauft. Die Schaulust eröffnet ihre Tore am 28. Mai und zwar im Güterbahnhof in Bremen im ehemaligen Tor 48. Da war bis vor 2 Jahren das Junge Theater drin, die sind irgendwann raus, seitdem steht das Ding leer. Eine Riesenhalle, genau, man sieht hier so sah es aus, als wir da rein sind. Jetzt kommen schon die Baustellenbilder, das läuft jetzt so ein bisschen durch. Wir sind zu siebt, wahrscheinlich kommt gleich auch irgendwann ein Bild vom Team. Und das ganze Projekt ist entstanden mit den Leuten vom Theaterkontor in Bremen. Da sind 4 von dabei, Stefan Berthold, Gabriele Koch, Julia von Wild und Katrin Bahr. Das sind die, die auch La Strada in Bremen organisieren und durchführen. Stefan steht selbst auch auf der Bühne mit Kindertheatern, ist Bühnenbildner, ist mit dem Theater Carouche unterwegs. Julia und Katrin sind alle in diversen Projekten deutschlandweit unterwegs mit ArtSurfNet. Gabriele ist Vorsitzende vom Bundesverband Theater im öffentlichen Raum. Das ist ein Netzwerk, was sich bundesweit um einen Zusammenschluss von Straßentheater in Deutschland kümmert, um den Leuten ein Profil zu geben. Dann ist dabei Frank Barufke als Meister für Veranstaltungstechnik und Markus, der heute mit mir hier ist, selbst Straßenkünstler, Komiker, Regisseur und eben ich. Das Ganze ist entstanden eigentlich aus einer Eigenbedarfsidee, dass wir gemerkt haben, wir benötigen selber einen Raum, um produzieren zu können. Und zwar jetzt auch im größeren Stil, gerade wenn es um Straßentheater geht, braucht man manchmal große Requisiten, viel Platz. Und es gab für uns so keinen Raum, in dem man auch mal Tage oder wochenweise, stundenlang, Tag und Nacht rein kann und wirklich laut und kräftig proben kann am Stück. Das war vor allem bei Markus und mir so, dass wir dachten, wir brauchen irgendwie eine Halle, wo wir produzieren können. Bei den La Strada-Leuten, die schon im Güterbahnhof sind mit einem Lager für Requisiten, die schleichen eigentlich schon seit 2 Jahren um diese Halle rum. Das war ihnen aber auch immer ein bisschen zu groß, das zu übernehmen. Der Verein 23, der im Güterbahnhof Hauptmieter ist, die haben diese Idee eigentlich an uns herangetragen. Wollt ihr nicht diese Halle übernehmen? Nämlich mit dem Ziel, dass nicht ein Mieter da reingeht, vorne die Türen dicht macht und niemand kriegt mehr mit, was da passiert, sondern dass diese Halle, die ja auch schon mal Spielstätte war beim Jungen Theater, für die Bremer Szene und darüber hinaus erhalten wird als Produktionsort und auch als Veranstaltungsort. Und genau das ist jetzt unser Ziel. Also im Moment wird die Halle umgebaut, es wird ein Fußboden, ein Doppelter reingebaut, damit man das Ding heizen kann. Das heißt, alte Heizanlagen werden dann von unten heiße Luft in diesen Raum blasen, weil es sonst nicht zu finanzieren ist, das zu heizen. Es wird eine Zuschauertribüne eingebaut, es wird ein Tresenbereich eingebaut und einfach so, dass man da wirklich gut arbeiten und produzieren kann. Schwerpunkt ist tatsächlich das Produzieren. Also es ist nicht ein Veranstaltungsort oder ein neuer Veranstaltungsort, an dem wir jetzt wirklich wöchentlich und an jedem Wochenende Shows zeigen wollen. Das kann und will von uns niemand leisten, weil da müssten wir hauptberuflich Veranstalter werden. Sondern es geht darum, Gruppen aus Bremen oder auch darüber hinaus die Möglichkeit zu bieten, sich da einzumieten. Ja, und eben neue Stücke auch in einer größeren Form zuwege zu bringen. Es gibt jetzt schon Anfragen, zum Beispiel wird im September Gaius, das ist eine holländische Stelzentheater-Straßen-Performance-Gruppe, die werden dafür 2 Wochen produzieren. Und dann ist natürlich schon die Möglichkeit und auch der Wunsch, dass diese Gruppen, wenn sie da was produziert haben, dann auch Aufführungen machen, dass man als Publikum mitbekommt, was da drin passiert. Im Moment ist das Ganze im Aufbau. Ihr seht hier, wir hatten eine Helferwoche, hatten wahnsinnig viel Unterstützung von Freunden und Leuten, die wirklich über Aufruf in der Zeitung gekommen sind und stundenlang Graffiti von den Scheiben gekratzt haben, Wände gestrichen haben. Auch jetzt noch Leute, die da mit dem Boden helfen, weil wir finanzieren das Ganze wirklich komplett aus eigener Tasche. Wir hängen an keinem öffentlichen Topf, sondern es sind wirklich private Gelder. Und wir hoffen, dass wir natürlich Sponsoren finden. Es gibt ein paar sehr schöne Ideen, die ich jetzt auch schon mal streife.
Zum Beispiel rufen wir die Zuschauer auf, uns Zuschauersitze zu spendieren. Eine Zuschauerschleudersitzaktion. Der Stuhl kostet 20 Euro und zum Dank wird der Name des Spenders dauerhaft in diesen Stuhl gefräst. Also es wird irgendwann 200, 300 Stühle geben, die alle einen Namen haben. Einer wird zum Beispiel Mama heißen. Das ist von meiner Mama, da freue ich mich dann sehr, wenn ich den aufbaue. Es gibt ein ganz tolles Modell von einer Bank, die in Bochum sitzt, die GLS, die erste sozialökologische Universalbank der Welt. Die haben ein Prinzip Leihen und Schenken, heißt das. Und die sind wirklich bereit, wenn sie ein Projekt geprüft haben, was sozial oder ökologisch oder kulturell, was sie als wertvoll betrachten und gemeinnützig ist, dass sie uns eine größere Summe Geld leihen, wenn wir es schaffen, entsprechende Summe, bei uns werden es 40 Personen sein, zu finden, die sagen, jo, ich sponsere dieses Projekt und ich mache mit dieser Bank einen Vertrag über 5 Jahre, sind es in unserem Fall 10 Euro monatlich zu spenden, das heißt insgesamt über 5 Jahre 600 Euro. Dafür würden wir ein Sümmchen von 24.000 Euro bekommen, jetzt direkt von der Bank zinsfrei. Das heißt, die Bank verdient an dieser Geschichte keinen Cent. Wir müssen diese 40 Leute organisieren, die bereit sind, das zu tun. Und damit können wir dann weiter wirtschaften, weil das private Geld, da sind wir jetzt schon am Ende, was den Umbau angeht. Mehr können wir da gerade nicht reinstecken. Also wir hoffen irgendwie, dass sich möglichst viele Leute, dass wir es schaffen, die finanziellen Hürden so tief zu machen, dass möglichst viele Leute bei uns anklopfen und dass die Schaulust vielleicht wirklich eine Plattform für Bremen wird, wo sehr, sehr viel verschiedene tolle Sachen produziert, gemacht, veranstaltet werden, von Tanz über alles. Klopft an, kommt an Stand, erkundigt euch und ja, wir hoffen, dass das Ding gedeiht.